Vielleicht erkläre ich kurz diesen methodischen Zugang, den ich da gewählt habe. Und zwar ging das aus dem Forschungsprozess hervor. Ich wollte mir viele Coachings anschauen, das habe ich auch gemacht. In Teilnehmerbeobachtung wollte ich das unbedingt machen, weil Coaching so ein sehr soziales Format ist. Ich wollte die Interaktionen der Teilnehmenden mir gerne anschauen. Ich wollte aber auch schauen, was sind das für Räume, für Atmosphären, die da geschaffen werden. Und hatte auch Spaß an dem ganzen Prozess. Und in diesen Teilnehmerbeobachtungen ist mir sehr stark aufgegangen, wie. Da wird mir irgendwie selbst auch ein Spiegel vorgehalten. Die Menschen, die dort auftauchen, sind natürlich irgendwie aus meiner Schicht, aus der akademischen, akademisierten Mittelklasse und streben da in irgendeiner Form nach einem Wert oder einer Haltung zu sich selbst, die sie noch nicht haben, eine Selbstverbesserung in irgendeiner Form. Und so ist es dann gekommen, dass ich dachte, es macht Sinn, tatsächlich hier auch das Ich oder mein Ich in dem Fall meine Erfahrung, meine Selbsterfahrung mit einzubringen und bin dann neben der Teilnehmerbeobachtung noch rübergegangen. So etwas, was man Autoethnografie nennt, wo man sozusagen auch Selbsterfahrung als Daten mitverarbeitet im Forschungsprozess. Und das wiederum hat auch Sinn gemacht, weil ja das Ich tatsächlich, also das Subjekt oder die subjektive Erfahrung tatsächlich der Ansatzpunkt vieler Coaching-Techniken ist. Und hier eben auch sowas wie das, wie wirklich die Wirkung von Techniken und Praktiken, die hier angewendet werden im Coaching, sehr gut beschrieben werden können, wenn man sich selbst als nicht nur akademischer Beobachter da einbringt, sondern eben auch als jemand, der das auch erlebt und erfährt. Und so ist es quasi auch zu diesen etwas stärker autobiografischen und autoethnografischen Aspekten des Buches gekommen. Die einzige Frage, die ich hatte, war eigentlich, wie bringe ich das jetzt ein? Reicht es überhaupt, einfach nur ich zu sagen in so einem Text? Man schreibt immer so ein bisschen essayistisch. Und ich hatte mich dann aber entschieden, das doch nochmal stärker über die Form des Buches auch so also was wie eine eigene Erfahrung einzubringen. Nicht nur in Ich-Texte, sondern auch ja, assoziativ das Buch aufzubauen, also sozusagen meinen eigenen Assoziationen nachzugehen während des Coachings und hier sozusagen zwischen Theorie und Erfahrung ein bisschen hin und her zu switchen. Ich habe sogar Gedichte eingebracht in das Buch, die ich dann geschrieben habe, aus dem Material von Coaching-Büchern. Oder von Facebook-Nachrichten, Facebook-Kommentaren, die so ein Seminar dann, die so Seminarteilnehmer dann hinterlassen haben. Und so ist es in dieser Zusammenführung von sehr vielen verschiedenen Materialien, ist das Buch dann vielleicht auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise zustande gekommen. Coaching ist in meinem Buch zum einen an sich als eine soziale Form der Gegenwart interessant, die eine hohe Verbreitung erfahren hat, die wichtig ist für viele Menschen, die aber auch, es ist aber auch so eine Art Brennglas für die Mittelschicht der Gegenwart. Das ist ein sehr umkämpfter Ort im Moment, würde ich sagen. Es ist eine Schicht, die zunehmend ins Hintertreffen geraten ist, ökonomisch, aber auch kulturell, zumindest in ihrer Selbstwahrnehmung. Man könnte sie vielleicht so etwas wie als die defiziente Klasse mittlerweile bezeichnen. Früher war es die Aspirational Class, jetzt ist es mehr oder weniger eine Klasse, die eher auf ihre Defizienzen, auf ein Fehlen ständig sich selbst hinweist und hingewiesen wird und die kämpfen muss auch gegen Abstiegsangst und überhaupt Veränderungen in ihrer ökonomischen Lage. Und hier ist Coaching letztlich ein Angebot, was auf viele Ängste hier auch eingeht und was natürlich auch den Subjekten versucht, Handlungswissen an die Hand zu geben in unübersichtlichen Situationen. Das ist, was Coaching ist, das ist eine Beratung, ne? Das ist ein Versuch, auch Übersicht zu schaffen und dann aber auch tatsächlich wirklich etwas herzustellen, eine Übersicht herzustellen für die Subjekte. Und ich habe mich auf drei Themen konzentriert in dem Buch, die für die Mittelschicht der Gegenwart wichtig sind, meiner Auffassung nach. Es sind sicherlich nicht die einzigen, aber Originalität, Flexibilität und Intensität spielen auf jeden Fall für Arbeitnehmende der Mittelschicht im Moment eine große Rolle. Und hier habe ich versucht, immer jeweils in den Coachings Praktiken und Techniken hinzuzufügen, die in denen diese Werte, diese Normen an den Subjekten wirklich implementiert werden. Zum Beispiel Persönlichkeitstests oder Improvisationsübungen aus dem Theater. Aber auch sehr krasse Übungen, in denen man Ängste überwinden muss. Hier schien mir einfach die Möglichkeit da zu beschreiben, wie funktioniert tatsächlich das, was man so in der Soziologie und in der Kulturwissenschaft Subjektivierung nennt. Also Subjekte sind ja nicht einfach so da, sondern sie sind etwas, was hergestellt wird durch Techniken und Praktiken und Diskurse. Und hier schien mir das Coaching eben ein sehr guter sehr, sehr gutes Beispiel zu sein, wie das im Kontext von Klasse in der Gegenwart passiert.
Ganz herausstechend, was ich wirklich ein Seminar, was ich in Amerika besucht habe, von einem Coach namens Tony Robbins, der ist relativ bekannt, übernimmt zwar schon Netflix-Serien und ist sicherlich allein von der Anzahl von Menschen, die schon mal ein Buch von ihm gelesen haben oder einen Film von ihm geschaut haben oder seine Website besucht haben, ist er wahrscheinlich der erfolgreichste Coach der Welt und der macht nicht nur so kleine Seminare, wie man sie vielleicht üblicherweise unter Coaching sich so ausmalen, wie so ein Coaching abläuft, sondern der hat 30.000 bis 40.000 Leute in Stadien, in Sportarenen versammelt der und ist auch richtig teuer, da muss er so viel Geld für zahlen und kann dann da ein Wochenende erleben, was, was wirklich eine ganz starke prägende Wirkung hat, vielleicht, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Und zwar geht es ja darum, letztlich auch in einen ständigen Ausnahmezustand gebracht zu werden, zum einen über Techniken und Praktiken, die da stattfinden. Es gibt den sogenannten Firewalk, also man muss sich dann irgendwann überwinden und über glühende Kohlen laufen, barfuß. Besonders eindrücklich war aber für mich eine Praxis, die eigentlich fast schon was von Brainwashing hatte. Da wird der ganze Raum abgedunkelt, man ist in so einer, wie gesagt, in einem riesigen Sporthalle und man ist mit 30.000 Leuten und der Saal wird komplett abgedunkelt, man sieht gar nichts mehr. Und man hat nur noch diese sehr charismatische Stimme von Tony Robbins im Ohr, der ganz tief spricht, man gibt einem dann nur Anweisungen, was man jetzt zu tun hat und vergiss alles, was du bisher gewusst hast. Im Endeffekt ist es so, dass man sich dann vorstellen soll, wenn man jetzt die falschen Entscheidungen trifft, was passiert dann mit dem eigenen Leben? Wohin führt das? Wird man später drogensüchtig werden? Wird man ganz erkrankt werden? Wird man seine Familie verlassen? Da werden sozusagen schlimmste Szenarien ausgemalt. Und man muss sich vorstellen, man muss sich tatsächlich vorstellen, wie ist das? Spür diesen Schmerz. Feel that pain, feel it more. Und dann geht das 20 Minuten lang. Die Leute fangen an zu schreien, spüren diesen Schmerz offensichtlich tatsächlich. Menschen haben sich vor mir ausgezogen. Es hat einen fast religiösen Charakter, wenn man so an diese evangelikalen Sonntagspredigten denkt, in denen Menschen auch dann so oft ganz stark aus sich herausgehen. Diesen Charakter hat es. Und das war sicher eine der, ja, wirklich eine der prägendsten Erfahrungen, dass das wirklich so eine Gewalt auch am Subjekt auslösen kann. Das Coaching, das wurde mir da sehr klar.